Egal ob zu Rouladen oder Pilzragout, Semmelknödel sind für mich immer die perfekte Beilage. Ich zeige euch heute die wichtigsten Tipps und Tricks, wie ihr sie ganz einfach zu Hause zubereiten könnt. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Los geht's! Ich starte mit den altbackenen Brötchen vom Vortag. Die schneide ich mir in kleine Würfel, gebe die Hälfte der Milch dazu, einmal umrühren und ein bisschen stehen und einweichen lassen. Semmelknödel sind für mich die perfekte Resteverarbeitung von trockenen Brötchen. Wenn ihr mal was anderes ausprobieren möchtet, auch die Laugenbrezel eignen sich perfekt und auch diese Variante schmeckt unglaublich lecker. Die Zwiebel schäle ich und schneide sie in ganz feine Würfel. Wir geben ein bisschen Butter in die Pfanne hinein und schwitzen da drin die Zwiebelwürfel glasig an. Boah, wie lecker das jetzt schon wieder duftet. Da geben wir jetzt die restliche Butter dazu, rein in die Pfanne, Pfanne vom Herd ein bisschen auskühlen lassen. In der Zwischenzeit hacke ich die Petersilie. Die Eier verquirle ich und gebe sie zusammen mit der restlichen Milch, der gehackten Petersilie und der Butter-Zwiebelmischung zu den Brotwürfeln. Jetzt kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und dann durchkneten, damit eine homogene Masse entsteht. Sollte euch die Masse ein bisschen zu trocken geraten sein, gebt ihr einfach noch einen Schuss Milch dazu. Und umgekehrt ist die Masse ein wenig zu flüssig, ein bisschen Paniermehl dazugeben und alles ist toll. Und schaut mal, wenn die Masse hinterher so aussieht, dann kann man auch die perfekten Knödel formen. Jetzt forme ich 12 gleichmäßig große Knödel. Das gesalzene Wasser siedet, da kommen die Knödel jetzt hinein. Aber Achtung, sofort die Hitze wegnehmen, Deckel drauf und nur noch 20 Minuten ziehen lassen. Ich mag Semmelknödel am liebsten zu Rindsrouladen und Rotkohl. Aber wozu esst ihr sie denn am liebsten? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Die Zeit ist rum, wir nehmen die Knödel jetzt aus dem Wasser und ihr seht, es ist doch wirklich super schnell gemacht. Und sollten euch Semmelknödel übrig bleiben, die halten sich locker 3 Tage im Kühlschrank. Und noch ein kleiner Tipp, so einen Semmelknödel in Scheiben schneiden, goldgelb in Butter anbraten, wunderbares Essen. Super lecker, richtig gut. Jetzt wisst ihr, wie einfach man Knödel zu Hause selber machen kann. Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Knödeldrehen. Tschüss, bis bald, euer Kalle.